Wesen da draußen, alle ihr, die uns zuhört und uns zugehört habt bis jetzt, wie immer ihr es auch konsumiert. Angeblich können ja die Leute nach der dritten Impfung einfach den kleinen Finger in die Ethernet-Buchse stecken, können sie auch Stream hören. Aber bin mir nicht so sicher, alle anderen hören das jetzt hier bei uns. Und wie ihr wisst, ist ein Hacker-Raumschiff vor vielen Monaten auf unserem Planeten gelandet. Und beim Entstauben und Aufräumen haben wir unter der Hauptkonsole eine Partitur gefunden. Und was macht man mit einer Partitur? Na klar, sie aufführen, sie entschlüsseln und auf dem Pico, komm her und sag mir, dass du genauso aufgeregt bist wie ich. Ja, absolut. Ich habe nur gerade, was macht man mit einem USB-Stick, den man irgendwo findet? Man steckt ihn natürlich in seinen Computer. Was macht man mit einer Partitur, die man irgendwo findet? Ist weniger gefährlich. Ich habe noch keine Bad-Partituren gefunden. Okay, die Bühne gehört euch, auf euch. Ob sie mit Hallo ihr alle. Vielleicht sind ja gefährliche Tritonusstrukturen versteckt. Ja, die könnte irgendwie die Stimme irgendwie, ich denke mir da mal was aus, was tatsächlich dann irgendwie die Stimme hackt und dann kann man nur noch Sachen singen, die ich euch erlaube oder so. Das ist das Ziel. Da aber du eigentlich der Experte für die entsprechenden Partituren bist, glaube ich, übergebe ich diese Aufgabe des Bad-Partitur-Machen an dich. Also ich glaube, es gibt keine böse Musik, nur böse Ohren. Okay. Ja, das ist, wir haben vor allem sehr gute Stimmen gehabt, um mal zum Thema überzuleiten. Wir haben uns, wie ich glaube, jedes Jahr ein bisschen ins Zeug gelegt, einen Chor organisiert, Musik organisiert, die wie jedes Jahr von Thies kam. Und wir haben das eingesungen gestern. Und Thies hat großartige Musik noch mehr Musik draus gemacht. Also aus dieser Chorprobe, die wir gestern gemacht haben, in kürzester Zeit daraus ein Stück gemacht. Und wir haben die letzten 3 Tage jeweils mal berichtet, jeweils aus der Werkstatt, was da so passiert ist, was so der Hintergrund des Stücks ist. Und heute zeigen wir euch das fertige Produkt. Genau. Also vielleicht nochmal kurz zu der Session gestern. Das war auf Jamulus, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Also auch die vielleicht nicht da sein konnten oder denen das zu knistrig war. Und das war tatsächlich auch, wir haben die erste Hälfte der Chorprobe, haben wir festgestellt, dass es doch relativ instabil lief. Und dann war total super, hat dann einer der Teilnehmer hat dann ganz spontan seinen Server freigeschaltet und wir sind mitten in der Session, also nach einer kurzen Pause, die wir in der Mitte gemacht haben, auf einen anderen Server gesprungen und dann lief das tatsächlich plötzlich ganz rund. Also für alle, die sich damit in nächster Zeit, weil wir ja doch noch ein bisschen in unseren Zimmerchen hocken werden wahrscheinlich, noch wieder phasenweise und zum gemeinsamen Musizieren ist tatsächlich ein guter, stabiler Server offensichtlich unerlässlich. Und wenn der aber da ist, dann läuft das recht gut und macht auch richtig Spaß. Das war tatsächlich also auch so eine der Lektionen, die für mich besonders interessant waren, dass das sehr stark an der Hardware hängt. Also sowohl daran, was man selber für eine Internetverbindung hat, was man selber für Aufnahmeequipment hat, und was der Server bringt. Also das war tatsächlich gerade als Chorleiterin an der Stelle für mich ein bisschen anstrengend, immer genau hinzuhören, was, also ich versuche ja die ganze Zeit genau zu hören, welche Stimme braucht noch Hilfe, wo sind noch Fehler, die an denen man arbeiten kann. Und wenn das aber mit so einer ganzen, also eine Achtelnote oder eine Viertelnote Latenz zu einem kommt, ist es total schwierig, da zu sortieren. Und natürlich auch, wenn man als Chorsänger oder als Chorsängerin das hört und unterschiedliche Leute singen zu unterschiedlichen Zeiten, wird man selber sehr wahnsinnig. Das heißt, wir haben das tatsächlich unter erschwerten Bedingungen gemacht und wir haben es richtig geil gemacht. Und insofern, erstens, fangen wir an mit der ersten Dankesrunde an, oder Thies? Genau. Erstmal du hast Notizen gemacht.
Ach, nö, ich mache das. Also wenn wir jetzt jemanden vergessen, dann liegt das nicht daran, dass wir, dass das nicht irgendwie super hilfreich war, sondern einfach, dass wir auch nach 4 Tagen Kongress, nach 4 Tagen RC3 auch schon ein bisschen durch sind. Auf jeden Fall vielen Dank an Eskorte, der übers Jahr hinweg mich, ich glaube, 2-3 Mal gestupst hat, ob wir das mal mit Jamulus ausprobieren wollen. Und dessen Freundlichkeit und Hartnäckigkeit wird es zu verdanken haben, dass wir so eine tolle Chorprobe haben konnten. Und dann nochmal vielen Dank an Wolf, der uns dann den zweiten Server organisiert hat, bei dem wir dann ganz spontan Unterschlupf bekommen haben und bei dem es dann auch gut funktioniert hat. Und das tatsächlich auch viel, also aus Chorleitersicht von mir, viel weniger stressig war, weil wir viel, also ja, weil ich viel deutlicher dann hören konnte, was, wo, ja, wo sind die Probleme, was können wir machen, was kann ich mich schon trauen, also was kann ich dann auch von einem Chor verlangen, weil manchmal, also beim CCC-Chor weiß man immer nicht so ganz, manchmal hat man dann irgendwie, so eine Stimme, die, keine Ahnung, wo 90% der Altistinnen einfach schon die Sachen auswendig können und gut geübt haben. Und dann kann man denen einfach sagen, so, ihr singt es mir jetzt einmal vor. Aber das weiß man halt im Vorhinein nicht. Und das kann man auch ganz schlecht abschätzen, wenn man die Leute eben nicht gut hört. Das heißt, das war tatsächlich sehr besondere Bedingungen. Und deshalb vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Und vielen Dank an die ChorsängerInnen, die sich da unverzagt reingeworfen haben und mit viel Mut und viel Spaß dabei auch mitgesungen haben. Also was mir auch aufgefallen ist, neben der Tatsache, dass wir ungewöhnlich viele Bässe in der Session gestern hatten, war auch ungefähr, also ich glaube, 3 oder 4 Teilnehmerinnen haben, glaube ich, tatsächlich 3 Stimmregister eingesungen und mir die geschickt. Die habe ich auch, glaube ich, alle eingebaut. Da ich nicht ganz sicher bin, ob alle Namen genannt werden wollen, lasse ich die jetzt mal ungenannt. Aber ja, richtig. Ihr wisst, wer ihr seid. Voll gut. Und was auch sehr schön war, ich glaube, 3 oder 4 der Spuren, da war deutlich zu hören, dass mehrere Leute sich zusammengefunden haben, um zusammen zu singen. Und dadurch hatte ich dann auch gleich schon etwas mehr sowas wie einen natürlichen Chorklang, weil es ja schon was anderes ist, wenn mehrere Stimmen zusammen durch die Luft in Einsen und Nullen gewandelt werden, als wenn ich das dann mühsam emuliere. Mhm. Insofern war das ganz schön. Zu den 13 Besten noch. Das ist der Traum eines Chorleiters. Also ich bin da total glücklich mit dem CCC-Chor, weil der übliche Chor, wenn der Altersschnitt irgendwie unter 40 ist, ist der übliche Chor, dass man irgendwie, keine Ahnung, 15 Sopranistinnen hat, 7 Altistinnen, 2 Tenöre und je nachdem, ob Norddeutschland oder Süddeutschland, vielleicht 1 Bass oder 3 Bässe, sowas. Und dann gibt es noch die richtig, ich glaube, Männergesangsverein heißt das dann, was wunderschöne Chormusik ist, aber das ist eine Sache, die vor 50 Jahren aufgehört hat, neue Mitglieder zu bekommen. Das heißt, die singen viele, viele Requiems. Und diese Situation zu haben, dass man allein schon auf dem Kongress selber hatten, also vor 3 Jahren, 4 Jahren, hatten wir üblicherweise recht gut ausgeglichen. Also 50-50, in Anführungszeichen Männerstimmen, Frauenstimmen. Das heißt, 50% waren Alt plus Sopran und 50% waren Tenor und Bass. Dazu natürlich, es gibt ganz viele Frauen, die im Tenor singen oder im Bass singen. Es gibt viele Männer, die im Alt mitsingen. Und also das
es so ein bisschen schwierig, diese Begriffe. Gerade weil wir in der Community sind, die Gender auch ganz viel hackt. Das heißt, das ist für mich auch super interessant, da aus einer feministischen Perspektive, aus einer queer-feministischen Perspektive drauf zu blicken und eben diese doch sehr cis-sexistische Blickweise von der Core, von der Core-Literatur zu kriegen. Fußnote Ende. Es ist wundervoll, dass wir im CCC-Core super ausgeglichene Stimmenverhältnisse haben und dass eigentlich will man nämlich einen richtig, richtig großen Bass mit vielen SängerInnen, weil das super, das macht einen super schönen, weichen Klang und man will eigentlich gar nicht so super viele Soprane, also natürlich will man so viele Soprane, wie man haben kann, aber wenn das, Gewicht, also wenn sozusagen der Chor so einen Wasserkopf bekommt, also es viel mehr Sopranstimmen gibt, dann wird der Klang von dem Chor auch ein bisschen suboptimal. Und deshalb ist das ein absoluter Traum für mich. Tatsächlich ist auch der Bass, die 13 Bassstimmen, die waren auch tatsächlich größtenteils, haben die wirklich sehr schön gesungen. Und das ergibt tatsächlich in der Summe eine sehr schöne Energie, wie wir gleich hören werden. Was ich noch zu sagen, also es gibt doch einige sehr gute schwule Männerchöre, da ist das so in der Gegenwart noch wirklich lebendig und das ist auch eine Praxis, die auch irgendwie, also da gibt es Sachen, die höre ich sehr gern. Stimmt, das habe ich total rausgelassen, du hast recht. Also es gibt so ein paar amerikanische Chöre, die sehr gut sind. Und also wirklich Männerchöre, mir geht das Herz auf. Oh mein Gott, es gibt so schöne Sachen. Und aber gut, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wir wollen zu unserem super, super gemischten Chor. Und zu unserem Track. Genau, wir biegen jetzt mal ein auf, was unser Ergebnis war. Also wir haben gestern eingesungen, wir haben gestern aufgenommen. Es gab noch die Möglichkeit, im Big Blue Button teilzunehmen, sich da aufzunehmen und es uns zu schicken. Ich glaube, es wurde sogar auch noch ein bisschen aufgenommen. Weißt du da noch was? Ja, also ich habe heute Morgen dann alles runtergeladen um 8 Uhr. Habe ich dann geguckt, was alles da ist. Da waren dann tatsächlich dann nochmal 15 Files. Ich habe auch das Schlagzeug, die Maultrommel und ich vermute, dass es das Euphonium war. Das zwar nicht die Partitur, die ich geschickt hatte auf Twitter, eingespielt hat, sondern die Tenorstimme, aber ich habe alles eingebaut. Und das dazu noch in den letzten 2 Stunden ein Video gemacht. Ich würde sagen, wir gucken uns das an und dann reden wir darüber. Fände ich ganz schön. Ja. Off to Nowhere Land.
So, da sind wir wieder. Also am Schluss habt ihr das Euphonium gehört, das Solo-Instrument, was da nochmal einsetzt. Da kam mir nämlich gerade im Chat die Frage, was ist ein Euphonium? Pico, ich übergebe. Ein Euphonium ist ein Blasinstrument. Das heißt, es funktioniert ähnlich wie zum Beispiel eine Tuba oder eine Trompete. Ist relativ groß, also man hält es schon so. Und der Klang ist besonders weich und daher kommt auch das Wort, nämlich Euphonos, also der schöne Klang, der Wohlklang. Und das heißt, das Euphonium ist ein besonders schön klingendes Blasinstrument. Aber natürlich sind alle Blasinstrumente beautiful. Und ja. und das natürlich total cool. Diese ganze CCC-Musik-Community ist total divers und das macht uns auch total glücklich, dass wir da so unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Ideen kriegen und auch unterschiedliche Musikinstrumente mit reinnehmen können, das zum Beispiel auch eine Maultrommel. Das ist auch jedes Mal sehr überraschend und ganz schön, damit umgehen zu müssen, was so reinkommt. Also letztes Jahr gab es dann so Soundeffekte und so Drones und natürlich ganz viele Instrumentalstimmen, weil wir da auch noch viel mehr Instrumentalstimmen rausgeschickt haben. Also ich glaube, da hatten wir so 14, 15 Instrumente noch im Spiel. Diesmal waren es eine Maultrommel, ein Euphonium und Schlagzeug. Ich glaube, das ist alles. Jaw Harp. Heißt es auch im Englischen, die Maultrommel, falls das die simultane Übersetzung nicht sofort abrufbereit hat. Ich muss das nachgucken. Und die setzen auch bei dem Track jetzt wirklich alle zusammen am Schluss für das Finale ein, wie es dann so eigentlich schön ist, dachte ich. Mhm. Ja, wir wollen noch ein bisschen über das Video sprechen und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was wie so ein Stück eigentlich entsteht. Thies, was machen wir als erstes? Über das Video sprechen. Okay, cool. Ja, in dem Video gibt es Erinnerungen an die Welt, was also die sind, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, auch super aktuell. Das heißt, Thies hat sich mitten in der Nacht. Genau, also mitten in der Nacht. Also wenn es am ersten ist, um 9:30 morgens, habe ich mich in die Welt begeben und gehofft, dass da dann vielleicht gerade niemand ist. Es waren auch wirklich ganz wenig Leute da. Dann habe ich aber tatsächlich 10 Minuten gefilmt und festgestellt, dass ich nur so einen ganz kleinen Bildausschnitt hatte, wo dann alles nur noch so ganz verschwommene, nicht gut aufgelöste Pixel waren. Und dann bin ich wieder rein und dann waren schon wieder mehr Leute da. Deswegen ist jetzt auch beim Rauszoomen haben wir jetzt vorhin noch ganz schnell ein paar Sequenzen verwirbelt, weil doch aus der Ferne zwar sehr klein, aber doch so ein paar Avatare mit nix zu sehen waren. Und da kam zu Recht von Pico der Einwand, das sollten wir beheben. Jetzt habe ich da diesen Wirbel da reingesetzt, funktioniert aber eigentlich ganz gut. Weil dann ja auch die Schrift draufkommt und sonst funktioniert irgendwie. Und also ich dachte, das wäre irgendwie schön und Zeit, also es ist eine schöne Erinnerung, das auch mal ein bisschen bewegt zu sehen. Und ich diese Nowhere-Schilder, die haben mich halt inspiriert. Auch danke an alle, die gemacht haben, dass... Oh ja, vielen Dank an die Welt und vielen Dank an alle, die AC3 gemacht haben, ja. ja. Dann vielleicht nochmal, wir können auch nochmal, tatsächlich war das ja, also die Idee, dass wir, also diese Partitur, die wir in der Ferry das gefunden haben, wo wir inzwischen recht sicher sind, dass die diese Antwort, die da generiert worden ist von der Ferry Dust, die wurde abgefangen von einem anderen Raumschiff. Das ist im Moment noch nicht
wirklich bekannt, was dahinter steckt, aber ich hoffe, ihr behaltet die Augen und die Ohren auf, was da in Zukunft noch passiert. Es gibt möglicherweise eine Querverbindung zu anderen Weltraumreisen, an denen ich gerade arbeite. Und da werden wir sicher über die üblichen Social-Media-Kanäle informieren können. Ja, dann... Was ich noch schön... der Codiervorgang und der Dekodiervorgang, also diese Zeichensprache zu lernen, der war ja bestimmt, das hat ja auch, also ich habe immer so Nachrichten gekriegt, oh, ich habe wieder 2 Zeichen geschafft. Ja, das war speziell schmerzhaft, weil diese ganze musikalische Arbeit, bis auf eben die Chorleitung und ein paar Kommentare zum Chorsatz, liegen auf Thies Schultern. Das heißt, damit ich auch mal was mache, habe ich gesagt, ich kodiere das, ich kümmere mich um eine schöne Kodierung. Aber ich bin jetzt nicht der visuelle Nerd. Das heißt, für mich war das äußerst schmerzhaft, da mit GIMP Zeichen für Zeichen irgendwie rüber zu kopieren. Und habe meinem Ärger über Dinge, die mit Computern sind und deshalb nicht so gut brennen, regelmäßig an Thies ausgelassen und mitgeteilt, dass ich jetzt wieder eine Zeile habe. Und natürlich sind die ersten paar Buchstaben oder die ersten paar Zeilen die schwierigsten, weil da noch ganz viele Buchstaben fehlen, die man sich dann zusammensuchen muss. Und später hat man dann so, das kam doch schon mal vor hier. Irgendwann ein paar von den Buchstaben kann ich jetzt auch einfach direkt erkennen. Also das ist ganz witzig. So. Und die häufiger vorkommen, die weiß ich einfach, ach, das sieht so aus. Aber falls euch das haben wir schon mal erwähnt, aber falls euch ein Rabbit Hole interessiert, es ist wirklich sehr wunderbar und eine hervorragende Beschäftigung für ein paar Stunden bis ein paar Nachmittage, ist das Cosmic Call. Ihr findet da auf der englischen Wikipedia interessante Informationen und da kann man echt cool rätseln. Ich bin auch in das Rabbit Hole schon mal hinein und es ist ja auch nicht die einzige Botschaft, die so ins Weltall geschickt worden ist. Unter anderem gab es nämlich auch tatsächlich mal so einen Morse-Code, deswegen habe ich noch einen Morse-Code in das Stück eingebaut. Der ich sag's mal nicht, was es ist, ihr könnt es herausfinden. Es liegt aber relativ nah. Und das ist tatsächlich, das ist nochmal auch ein sehr weites und aufregendes Feld, sich da hineinzubegeben, was es für Formate gibt, die sich Menschen überlegt haben, um eventuellen anderen Lebensformen, die vielleicht noch nicht mal auf derselben stofflichen Basis funktionieren wie die menschliche Existenz oder die Säugetiere oder überhaupt das Leben auf der Erde, eine Sprache zu überlegen, die eventuell lesbar ist für andere Lebensformen, die unter Umständen ja ganz andere Maßstäbe anlegen an das, wie sie miteinander kommunizieren. Es war ja auch relativ viel bei diesen Kongress. Ich habe mir noch nicht so viel angucken können, weil wir die ganze Zeit geschraubt haben an dem Zeug. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall morgen mir noch die ganzen Astro-Talks, von denen ich so ein paar Ausschnitte auch zu möglichen Leben auf anderen Planeten und Auswanderungen und so, die werde ich mir alle angucken. Ich hoffe, ich glaube, da sind bestimmt ein paar interessante Sachen dabei. Ja, jetzt kommen wir zur Frage, wie entsteht das Stück? Genau. Also in dem Fall war es jetzt so, wir brauchten ja ein...
Wir brauchten ja, also wir suchen natürlich immer nach Bezügen und in dem Fall war jetzt unser Ausgangspunkt eigentlich tatsächlich der 40-jährige Geburtstag des Chaos Computer Clubs, und das sollte gleichermaßen ein neues Stück sein jetzt für den Kongress, aber eben auch so eine Art Ständchen. Und dann kam halt die Überlegung, wie wir da hinkommen, dass wir so diese Zeitschlaufe damit einbauen. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass sich eventuell 1981 schon die Zukunft, also die Gegenwart, in der wir uns jetzt befinden, materialisiert, teilweise in Form eines Bällebades und eines Mate-Lasters, die ja eventuell im Moment sich ja auch nicht wirklich physisch materialisieren können. Wie gehst du an sowas ran, wenn du sagst, so, ja, für Kongress brauchen wir ein Stück? Was hast du als erstes? Ja, also ich fand ja ganz gut, dass du mich mit ein paar, also ich gucke immer nach doppelt kodierbaren Vokabeln, das finde ich immer schön. Also so Sachen, die sich sowohl als, also eigentlich auch so wie die Kongressmotti auch ein bisschen funktionieren, oft, dass die ja einerseits so eine Bedeutung haben, die lesbar ist in einem nicht rein nicht im reinen Code-Kontext, aber auch als Code-Befehle funktionieren und so. Und diese Doppeldeutigkeit dann aufzugreifen und umzuwandeln, das finde ich halt interessant. Und sonst, also letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, da haben wir einfach nach Stilen gefragt, die so in den Äther zurückkommen. Dann haben wir ganz, ganz viele verschiedene kleine Stückchen auch gekriegt von, hier haben wir, keine Ahnung, ich habe hier eine Geige, könnt ihr was für mich schreiben und solche Sachen. Oder auch, wir haben hier eine Melodie und hier eine Melodie und hier eine Melodie, welche gefällt euch besser oder solche oder Sachen. Auch welche Musikstile jetzt, also letztes Jahr war es dann letzten Endes eine Mischung aus Dungeon Synth und Happy Hardcore. Das war dann so das Ergebnis des Twitter-Polls, den wir dann auch umgesetzt haben. Und ich ja, also jetzt in den letzten Tagen, da waren so schöne Chiptune-Sounds in der Lounge in den ersten Tagen und das hat mich dann nochmal gepusht, so ein bisschen chiptunig zu werden. Für meine Verhältnisse ist das schon. Apropos Chiptunes, über Twitter hat uns eine Version unseres Chorsatzes auf Chiptunes auf einer virtuellen Spielekonsole gebaut, erreicht. Wir haben das auch retweetet. Deshalb schaut euch das gerne nochmal auf Twitter an. Das ist sehr, sehr großartig. Also ich habe selber noch gar nicht gehört. Ist aber dafür eine gute Musik. Komm, und es soll ganz okay sein. wenn du jetzt alle Musik zusammen hast, also dann ist ja der Chor passiert. Wir haben das alles aufgenommen auf dem Server, was Jamulus auch sehr einfach gemacht hat mit dem Direktaufnehmen. Und dann sind uns noch über einen Upload-Link noch ein paar Aufnahmen zugelaufen. Jetzt hast du da ganz viele Files. Was machst du dann? Ja, erstmal angucken, was da ist, ne? Und dann das alles miteinander ins Verhältnis setzen. Die letzten Jahre helfen mir jetzt schon, da auch mit den eingehenden Chorstimmen ein bisschen spezifischer umzugehen. Und was ich gemerkt habe, ist, es ist tatsächlich gut, die Sachen nicht zu gerade zu biegen. Wenn, also das Niveau ist tatsächlich hier im Club immer recht hoch, der Stimmen, die so kommen. Da lässt sich eigentlich immer recht gut mit arbeiten, wenn ich so Einzelstimmen habe und die dann zusammenbringe. Und es ist auch schön, wenn mehrere Entitäten schon zusammen gesungen haben und wir damit dann und ich damit dann arbeiten kann und dann bringe ich das halt zusammen und dann ist halt die Überlegung, meistens geht es ja schon darum, die auf ein stetiges Metrum zu bringen, gerade jetzt hier in
In der Pandemie ist es ja sonst auch schwierig, alle zusammen zu timen. Deswegen gibt es eigentlich immer ein festes Tempo. Und da ich ja auch schon aus der elektronischen Musik komme, ist das jetzt auch nichts, was mich irgendwie besonders stört zunächst mal. Also ich finde es natürlich auch schön, wenn sich Musik bewegt, wie in der Klassik oder in der neuen Musik. Oder wenn ich mich hinsetze und Klavier spiele, dann bewegt sich das Tempo ja auch. Und das ist auch total reizvoll, aber ich komme auch gut damit klar, wenn der Puls fest ist. Ganz leise träume ich davon, irgendwann mit dem CCC-Chor einen Schubert zu machen oder sowas. Aber erstmal bleiben wir bei der bei den Stücken, die wir jetzt schon haben und die wir auch, also ich finde, wir haben inzwischen einen ganzen Haufen Sachen, die wir auch mal so richtig einüben könnten. Aber dazu bräuchte man natürlich irgendwie ein regelmäßiges Treffen und ach, naja, man darf ja mal träumen. Also ich freue mich wirklich sehr drauf, wenn das physisch mal wieder möglich ist und dann vielleicht auch wirklich mal so eine Live-Show mit den ganzen Sachen vorzubereiten und dann alle einzuladen, die über die Jahre so mitgewirkt haben und das dann in so ein elektronisch getriggertes Chorkonzert zu überführen. Vielleicht auch mit Live-Instrumenten. Alle, die jetzt in den letzten Jahren so mitgespielt haben, was ja auch schon 20 Leute sind, die Instrumente bedient haben. Da sind auf alle Fälle unglaublich viele Ideen und man könnte doch auch, sind im Äther. Und das heißt, wir werden auf alle Fälle mit dem CCC-Chor weitermachen. Wir melden uns dann wieder, wenn es die nächsten Projekte gibt. Und das wird sehr, sehr großartig. Bleibt schön, wenn man das über sich selbst sagt, ne? Ah, nein, das sage ich ja. Also ich sage das über deine Musik und über die Leute, die bei uns mitsingen. Ich stehe ja rum und fuchtel. Na, und ihr habt mich diesmal nicht mal fuchteln gesehen, weil Jamulus ohne Bild ist. Das stimmt. Das war, glaube ich, also auch nochmal. Dieses fehlende visuelle Feedback ist schon erstmal ein bisschen eigenartig, aber ja, irgendwie, das ging dann doch ganz gut. Genau. Schnell waren wir dann so alle. Trotzdem warm miteinander. Bleibt uns noch was? Ich glaube, Danke zu sagen und nach uns zu Fragen aufzurufen. Also wir haben jetzt noch eine ganze Weile Fragen. Ich glaube, das Studio ist uns nicht böse, wenn wir ein bisschen weniger Zeit brauchen, als veranschlagt wurde. Aber ihr dürft uns natürlich jetzt noch mit Fragen löchern. Und bevor wir da aber hinkommen, vielen, vielen Dank an das Chaosstudio Hamburg, die uns total lieb beherbergt haben. Und unterstützt und auch ein bisschen hingeschubst jetzt wieder trotz der widrigen Umstände was auf die Beine zu stellen und so. Das macht immer wieder dann doch total Spaß und das ist auch echt schön, da so das die Rückendeckung zu kriegen, auch wenn man, also ich habe ja immer wirklich eine Dreiviertelstunde vorher die Videos geschickt jetzt und so. Jetzt gerade tatsächlich eine Viertelstunde vorher, weil ich noch die Nix verwirbeln musste und so. Ja. Das sieht aber zum Glück gut aus. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Also das werden wir auch auf den, also sowohl den Mix, den gibt es gleich oder spätestens morgen auf Bandcamp. Und die Einzelspuren und falls jemand Remixe machen möchte, die lade ich auch noch auf den Server, auf dem die ganzen anderen Files zum Download zur Verfügung waren. Ich freue mich, wenn ihr damit was anfangen könnt. Und macht eine A cappella-Version draus. Und das Video lade ich noch bei YouTube hoch. Das wird dann alles nochmal gepostet von uns. Vor dem neuen Jahr. Yes. Super. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mit unseren Sachen durch. Vielen, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Genau, und alle, die mitgemacht haben. Und alle, die da sind. Danke auch an Aussagen. Bin ganz begeistert. Übrigens, Pico, Schubert auf elektronisch, das stelle ich mir nicht uninteressant vor. Da müssen wir noch mal drüber reden, ja? Ja, hab machen schon wir. Schon mal am vor dem Tore. Das. Also ich habe mal 3 Stücke der Winterreise komplett mit Vintage Electronics
umgesetzt. Das funktioniert tatsächlich cool. Sehr gut. Das ist so schön geschriebene Musik, die lässt sich gut paraphrasieren auf. Das ist wunderschöne Musik, ja. Ein bisschen kitschig hier und da, aber das ist der Zeit geschuldet, nehme ich an. Ja, das steht uns ganz gut. Das passt schon. Ich quatsch hier nämlich so blöd rum, weil ich noch keine Fragen im Bett habe, obwohl sie alle der Geier. Es will offen, sind alle so geplättet. Wo kann man denn die Fragen abgeben? Vielleicht wissen die Leute das nicht. Wir sagen das jetzt hier noch einmal. Hier unten, ja, steht Chat. Und im Chat, ja, ne, bei dir nicht, dort, wo wir rauskommen, sozusagen. Ja, und im Vielleicht Chat steht das erste, der IRC-Client, wo man das abgeben kann, und das zweite, die Hashtags, mit denen ihr über Twitter und natürlich über Mastodon die Hashtag RC3CSH absendet, dann landen die hier. Ich dachte, das hätte sich nach 4 Tagen schon umgesprochen, war ein Fehler, ich bitte um Entschuldigung. Jetzt haben wir das nachgeholt, aber es kommen immer noch keine. Ja, vielleicht haben wir auch alles erschöpfend erläutert. Ihr habt das relativ erschöpfend erläutert, ja. Der kreative Fluss um 8 in der Früh. Wie kannst du um 8 in der Früh kreativ sein? Da finde ich ja gerade zum Klo, wenn es sein muss. Ja, vorstellen. Ja, weiß ich nicht, ja, jahrzehntelang Ausgebildete. Da geht so ein Autopilot an, also. Irgendwie funktioniert es immer auch auf. Ich habe ja jetzt auch, also das ist ja tatsächlich irgendwie, ich mache das ja beruflich, ne, so Musik. Und da über die Jahrzehnte hast du dann irgendwie so die Deadline, dann kommt schon irgendwas raus zur Deadline. Irgendwas entsteht. Ich bin ja an sich ein alter Chorsänger, das darf ich mich gar nicht laut sagen. Ich habe ganz vielen. Ja, vielleicht ist er dann noch wach, ja, wer weiß. Ich bin ein alter Chorsänger und kenne so Schmankerlein wie in der Weihnachtswette, wo der Posaunist mit der Posaune unter den Arm geklemmt hinausgeht, damit nicht der Viertelton oder der halbe Ton wieder da reinkommt und schmetter, aber leider im Biss, falsch. Und so. Und die Barockkirchen sind ja Gott sei Dank immer so gebaut, dass das Echo und der Hall es immer wunderschön erscheinen lässt. Wir haben also schon Hochzeiten gesungen an Sonntagnachmittagen, das bringt nämlich Geld. Und da waren wir 2 zu 6 und haben falsch gesungen und gedacht, oh Gott, das ist entsetzlich. Und unten sind alle gestanden mit verklärten Plüschern und gesagt, nein, so schön. So. Vielleicht war es auch die Occasion. Aber so in einer Barockkirche singen, könnte man was mit der Akustik machen, so mit Chor und Gegenchor und Vorderchor. Ach! Wir haben ja große Hallen. Ich hatte auch, dieses Jahr ein Gespräch auf der Bühne, da ging es tatsächlich darum, dass Hall die Glaubwürdigkeit des Gesagten stark erhöht. Ja, das kann ich nur, als Chorsänger kann ich das nur unterstreichen. Ja? Also okay. Hier kommt noch eine Message. Ich habe es diesmal verplant, mitzusingen von Reini und freue mich wie noch was, dass da vor und freue mich wie noch was dabei rausgekommen ist. Ja? Und ein Zwischendurch-Kommentar auch noch. Ob Ohrwürmer so gefährlich sind, die Trojaner, weiß ich nicht, aber ich bekomme den einfach nicht aus meinem Hirn hinaus. Ich habe da auch eine lustige Geschichte. Ich hab tatsächlich wenig Ohrwurm davon gehabt, aber die Menschen, mit denen ich seitdem zu tun habe, haben ein paar Ohrwürmer und pfeifen die auch fröhlich. Das führt dazu, dass dieser Ohrwurm von außen an mich herangetragen wird. Das heißt, ja, auch ich habe diesen Ohrwurm. Ja, ich war ja immer der Meinung, eine Musik, die man nicht im Aufzug pfeifen kann, ist nicht wirklich Musik. Ich werde Jean-Michel Jarre sieht das anders, aber okay, da können wir uns jetzt lange streiten drüber. Ich, wenn ihr sonst, da kommt sonst einfach nichts mehr. Tja, dann haben wir das abschließend erläutert. Und wir haben fast schon unseren Zeitslot aufgefüllt. Also, zum Abschluss, ganz, ganz toll. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich kriege den Ohrwurm jetzt auch nicht mehr raus. Ich lade da nochmal runter und so. Und weil das hier wirklich der letzte Slot ist, wir verabschieden uns von allen Entitäten, die da draußen sind, von allen, die uns zugehört haben und hoffen, dass das nächste Jahr nicht online sein wird. Aber in der Zwischenzeit vergesst nicht, eure Antennen zu erden, die Gashähne zu schließen. Lasst euch impfen, gebt Obacht, tragt Masken und wir haben euch alle lieb. Tschüss da draußen. Tschüss. Ich habe natürlich noch vergessen dazu zu sagen, es gibt noch jetzt um 19 Uhr ein Closing bei Chaos West. Wir hier sind hiermit fertig.
Wünsche ich was. Dann brauchen wir mal schnell was, ne? So, das war's. Ich füge dir mal Kontrolle rein.